sehr schnell das Fundament, die Temperatur zu wechseln im Druck. Das bedeutet, dass wir je nach Feature eine andere Temperatur fahren können. Okay. Beispielsweise, wenn du einen Overhang hast, möchtest du kühler drücken. Ja. Wenn du allerdings einen Infill drücken möchtest, dann möchtest du heißer drücken. Weil du möchtest einen mehr Fluss im Infill haben und weniger Fluss in der äußeren Schicht bzw. im Overhang. Also wenn eine Option ist, könnt ihr das Ganze ein bisschen besser steuern, ein schneller steuern? Unsere 3D-Druckerdüse kann nachweislich innen auf 0,5 Grad genau gesteuert werden. Okay. Und zwar dort, wo das Filament erhitzt wird, nicht dort, wo außen irgendwo auf der anderen Seite ein Thermistor angelegt ist, wo dazwischen enorm viel träge thermische Masse ist, wie ein Aluminium-Heizblock. Okay. Wie lange braucht ihr, um die Düse runterzukühlen oder aufzuheizen und die verschiedenen Materialien zu bekommen? Wir schaffen es unter 4 Sekunden von Raumtemperatur auf 250 Grad und abkühlen schaffen wir innerhalb von 2 bis 3 Sekunden, aber ausschlaggebender ist weniger die Zeit, als wie viel Filament quasi durchgefördert wird. Weil natürlich das Filament führt natürlich auch Wärme ab. Aber das bedeutet, man muss jetzt da nicht irgendwie nochmal läuft, dass es dahin wartet, dann nochmal kurz und läuft dann weiter, sondern es geht durch. Es geht jetzt durch, in dem Fall hat er auch quasi pro Querschnitt nur 2 Temperatureinstellungen, also switcht nicht die ganze Zeit hin und her, weil das ist ineffizient. Weil selbst dann verlierst du ja jedes Mal 1-2 Sekunden. Und so druckst du zuerst das Wärmere und dann druckst du das Kühlere. Das musst du abwechselnd machen und dann wartet er einmal dazwischen so 2-3 Sekunden und dann war das online. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht's weiter im Video. Cool. Das ist hochinteressant. Ja. Gibt es den Drucker oder die Düse so denn separat zu kaufen? Die Düse gibt es separat zu kaufen. Aber jetzt auch nicht nur für Delta, sondern auch für alle anderen Drucker, oder? Also im Prinzip kann die in alle gängigen Drucker eingebaut werden. Ja. Allerdings sind wir momentan daran gebunden, dass es mindestens Mali 2.1, Duet oder Clipper draufläuft. Ja, okay. Und wozu braucht man dieses extra Gerät hier? Wozu ist das denn? Eine induktiv geheizte 3D-Druckerdüse, die braucht eine Spannungswechsel in der Spule vorne drinnen. Und das wird hier über dieses Driverboard gemacht. Also im Prinzip eine Extension. Okay, ja? Das heißt also über den Drucker oder Mali oder Clipper steuern dann entsprechend dieses Teil, was dann sagt, okay, das Material und das Material. Genau. Das ermöglicht mir auch, dass dann die Software auch weiß, wie viel Grad hat es da vorne überhaupt. Das hilft dir ja nichts, wenn du dann ständig in einem Thermal Runaway oder was reinkommst. Ja. Sehr cooles Konzept, ja. Davon haben wir 3 verschiedene Versionen. Also wir haben mit 1,75 Filament haben wir eine kleinere Düse, die kann man natürlich schneller steuern. Eine High-Flow-Düse hier, die ist auch für 1,75 und die für 2,85 mm Filament. Und die ungefähr preislich oder das Hotline ungefähr preislich? Bei 400 Euro. Okay. Also, netto. Ja, gut. Aber das braucht man auch entsprechend mit dem eigenen Netzteil oder mit der eigenen Steuereinheit. Also, man braucht kein eigenes Netzteil. Es wird am normalen Chip von Drucker normalerweise angeschlossen. Aber es, man muss die Elektronik halt auch mal herstellen. Und genau. Welche Düsen gibt es denn jetzt für diese? Welches höhere High-Flow? Dann wäre es sinnvoll, wenn man sagt, okay, man hat eine 06er, 08er Düse, vielleicht sogar Millimeter. Wir haben 04 und 06 derzeit und arbeiten an einer 02 und einer 06 oder 08. Also 0,6 und 0,8 haben wir gerade. Und das andere sind wir gerade beim nächsten Patch dran. Und die 0,2 ist auch identisch. Also wir haben aber so mehrere verschiedene.
Braucht man da spezielle Düsen oder kann man ganz normale Etali oder? Nein, es geht nur mit diesen Düsen, also die wir herstellen, weil die müssen natürlich ankoppeln. Es ist ja nicht jedes Material gleichmäßig elektrisch erhitzbar. Außerdem, wir sind in unserem Fall, das sieht man vielleicht hier, da ist ein Bereich, da werden die Sensoren aufgeschweißt und ohne die können wir die Temperatur nicht ausreichend präzise steuern. Und deshalb ist es wichtig, dass das bei der Verbindungskom ist, dann die Thermokappel, das Thermokappel ausgelöst, wird dort ausgelesen und dann direkt in den Steuerungsbord. Konzept, werde ich mir vielleicht von meiner nächsten großen Konferenz zulegen. Ja. Vielen Dank. Danke sehr. So, erfolgreich in der Suche. Danke dir auch. Ciao.